Hallo Leute, Super Mario Lufis hier und heute melde ich mich zurück mit einem neuen Division 2 Video. Und zwar wird es heute um die Patch Notes gehen, denn Title Update 18.3 wird heute erscheinen. Also nicht wundern, nach 2 Wochen Serverwartungspause geht es heute weiter. Es ist wieder bis 12:30 Uhr quasi ein Patch zu laden. Und die Patch Notes werden wir jetzt hier gleich durchgehen. Im Descent-Abstiegsmodus hat es ein Problem gegeben. Wenn ihr den Nemesis besiegt habt, habt ihr da keinen Armbadge bekommen. Das sollte jetzt behoben sein. Also wenn ihr die besiegt, bekommt ihr jetzt auch den Armbadge. Hoffentlich mal. Dazu haben sie auch noch für Solospieler die Stärke der Nemesis heruntergeschraubt, denn die macht jetzt nur mehr 10% weniger Schaden. Verstehe ich zwar nicht, bei Solospielen habe ich hier gar kein Problem. Die sind so schnell tot. Ich hätte eher gesagt, bei 4 Spielern, dass man hier etwas machen soll, aber für Solospieler, naja, mir egal, weil ich habe es sowieso leicht gefunden, aber ja, ich habe das letzte Mal, glaube ich, gespielt und die Nemesis waren mit ein paar Kugeln waren die tot, also ich habe mich nicht mal, ich habe mir gedacht, ist das, was ist denn das jetzt? Ja, kann man drüber denken, was man will, ich finde, Nemesis sollte was Besonderes sein und die Spieler sollen sich halt mal anstrengen, sich was überlegen, dass sie das schaffen und nicht irgendwas immer nerven. Bei 4 Spieler hätte ich es verstanden, weil das wirklich, da bekommt man Skills herumgeworfen und alles Mögliche. Aber bei Solospielern wieder um 10%. Naja, was soll's, lassen uns auf jeden Fall weitergehen. Dazu haben sie noch Projekte gefixt in Descent, die was irgendwie, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich habe hier auch noch nie ein Projekt gesehen, nichts mitbekommen, aber ich bin auch nicht der Spieler, was hier Projekte macht, interessiert mich eigentlich meistens nicht. Genauso wenig wie die Story. Ich spiele sie zwar, aber aufpassen tue ich hier nicht wirklich. Also fragen braucht ihr mich nicht, was hier in der Story passiert, denn ich habe hier keine Ahnung. Dazu haben sie noch einen Fehler behoben, wo ihr unter die Map hier kommen konntet, wenn irgendein Raum hier gefehlt hat bei der Nemesis. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Auf jeden Fall sollte es das jetzt nicht mehr geben. Die globalen Direktive, wenn ihr die angeschalten habt, habt ihr extra XP-Boni bekommen in den Abstiegsmodus. Das haben sie jetzt auch wieder behoben. Dazu haben sie auch noch einen Fehler behoben, wenn ihr irgendwo in den Zwischenkorridoren hier eben quasi ja, euch nicht mehr weiter bewegen konntet und das Spiel dann eingefroren war. Dazu haben sie noch ein Problem behoben, natürlich. Wenn ihr einen, bei der Boss-Area konnte man irgendwie die exotischen Talente und die Wertebank hier quasi immer wieder respawnen lassen. Da konntet ihr die ganze Zeit eure Talente immer wieder nehmen bei der gleichen Boss-Area. Den Fehler haben sie behoben, das könnt ihr jetzt leider dann nicht mehr machen. Schade, manchmal ist bei mir auch passiert, man hat sich richtig gefreut, weil die Ex, speziell bei den Exotalenten, die sind irgendwie. Manchmal bekommt man eines bis zur Nemesis, manchmal zwei, manchmal drei. Natürlich, dass das irgendwie wieder zufällig gemacht wurde, hat man sich da immer gefreut, wenn dieser Bug aufgetreten ist, weil sie mir einen Vorteil verschafft hat. Kommen wir mal zu den Gear, Waffen und Talenten. Da haben sie auch einiges gemacht, zum Beispiel das Begleitertalent, das spezielle Begleitertalent, das Westentalent und der perfekte Version. Die haben sich aktiviert. Ohne dass irgendwer in der Nähe ist oder ein Skill, das haben sie auf jeden Fall behoben. Ob das jetzt genügt für den PvP-Bereich, weil das war ja nicht das Hauptschlagargument hier, dass, ja, dass das jetzt nur funktioniert hat, wenn keiner daneben ist. Nein, es hat viel zu stark funktioniert und multiplikativ und weiß ich was alles, was da alles dazu gezählt hat, auf jeden Fall viel zu stark. Ja, ich bin gespannt dann heute um 12:30 Uhr, wie das dann ausschaut, ob sie es wirklich hinbekommen haben, das Doppelbegleiter zu fixen oder ob das genau noch so im Spiel ist. Nicht. Lassen wir sich mal überraschen, würde ich mal sagen. Dazu haben sie auch noch das unzerbrechliche Talent und die perfekte Version hier gefixt. Neue exotische Items wird es jetzt geben im Lootpool, der exotische Rucksack. Die Sacrum Imperium, das exotische MR haben sie in Lootpool hinzugefügt, sowie das, ja, das neue Sturmgewehr, die St. Elmos und den Schotterpanzerholster. Den findet ihr jetzt auch im Lootpool bei den Sturmgewehren oder beim Holster Rucksäcken. Ihr wisst schon, auf jeden Fall braucht ihr aber auf jeden Fall die, ja, müsst ihr das schon mal bekommen haben.
das Item, also den Rucksack, dass ihr das eben wieder im Lootpool hier auch drinnen bekommt. Sonst haben sie eigentlich nur irgendwelche UI-Sachen, Reads-Sachen gefixt. Ganz kleine Sachen. Zum Beispiel haben sie das vielleicht das To-Do-Gear-Set, wenn ihr das schon mal im Spiel bekommen habt, wo einfach nichts oben war. Das haben sie zum Beispiel rausgenommen. Und ja, einzelne kleine Verbesserungen, ja, die was einem wirklich nicht wirklich auffallen hier im Spiel, haben sie vorgenommen. Im Raid haben sie ein bisschen was gefixt auch. Eine Tür hat schon wieder irgendwas gehabt, dass die offen bleibt hier. Beim Iron Horse Raid, das haben sie jetzt eben hier ja, behoben. Dazu haben sie auch noch ein paar ja, im Descent ein bisschen was gemacht. Und ja, man kann nur hoffen, dass die Abstürze nach dem Update nicht wieder mehr werden, sondern weniger, dass sie auch mal Fehler behoben haben und nicht wieder nur mehr Fehler ins Spiel reingebracht haben. Das war es jetzt von mir, von den Patch Notes. Ich bin gespannt, wie gesagt, speziell auf Doppelbegleit, ob sie hier irgendwas gemacht haben, was sich sonst so getan hat. Auf jeden Fall 12:30 Uhr sollte die Serverwartung vorbei sein, falls ihr euch alle wundert, warum ihr nicht spielen könnt. Vielleicht ein bisschen vorher schon anmelden, wenn ihr um 12:30 Uhr loslegen wollt, weil ihr das Update ja laden müsst. Kopieren dauert immer Ewigkeit. Ihr kennt das wahrscheinlich eh schon. Das war's jetzt von mir. Dann würde ich mal sagen, haut rein, einen schönen Tag euch noch. Liken und Follow natürlich nicht vergessen. Und ja, viel Spaß mit dem Update. Ciao, ciao!